Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri. Ja, wir sind hier zurück bei Herzog Porfin. Ja, Herzog von Viken und von Island. Ja, der weiter seinen ehrgeizigen Plan vorantreiben wird, weiter Macht aufbauen wird, um das zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihm gehört. Und das ist das Königreich Norwegen, ja, was ihm gewaltsam entrissen worden ist. Die Frage, die es irgendwie noch zu klären gibt, ist am Ende des Tages, von wem wohl wird das zurückerlangen müssen, denn hier der aktuelle König, ja, der aufgrund einer Fraktionsforderung uns eben abgenommen hat, befindet sich hier entsprechend in einem Krieg. Auch ein entsprechender Fraktionskrieg, der eben hier Hysing auf den norwegischen Thron bringen will. Ja, es ist ein echtes Geschacher um den Thron hier in Brand. So, es gibt jetzt unser Bruder, der hier eine Freiheitsfraktion auch gegründet hat zur Reduzierung der Lehnsautorität. Ja gut, schauen wir uns einmal an, bevor wir dann hier auf unsere Frau eingehen. Er wird hier sogar als direkt deutlich mächtiger angezeigt. Er ist im Moment verletzt. Tja, auch das ist so ein Punkt. Ich meine, er ist im Rat. Er ist... er hat eine eigentlich positive Meinung von uns. Von daher, tja, ich weiß nicht ganz genau, was man da noch mehr machen soll. Er wird als kühner Narr bezeichnet, aber... Gut. Das wäre erstmal, wie es ist, können wir nicht ändern an der Stelle. Ja, aber endlich. Es hatte schon ein wenig auf sich warten lassen. Forun ist schwanger. Das Schicksal meint es gut mit mir. Meine Gemahlin Herzog Forun trägt mein Kind unter dem Herzen. Genau, sie ist also nicht nur Poetin, sondern sie ist jetzt eine schwangere Poetin. Vielleicht wird sie das beflügeln. Auch so ein bisschen... in ihren poetischen Bestrebungen. Ja, derweil wandert unser Blick auch immer weiter hier nach Bodin. Ja, denn auch diese Ländereien, die im Grunde ja schon mal unserem, so sieht er es zumindest, unserem Porfin gehörten, die hätte er gerne zurück, dass er hier über das Herzogtum Hålogaland auch entsprechende Macht hat. So, Champions einladen wird uns vorgeschlagen. Ich schau mal gerade, eigentlich sind wir da soweit ganz gut aufgestellt. Bräuchten wir eigentlich nicht. Aber es meldet sich hier Anführer Skule vom Bauernaufstand. Viel zu lange unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen. Das ist vorbei. Wir haben euch genug Steuern gezahlt. Sobald eure Schatzkammern und eure Vorratskammern leer sind, werdet ihr euch noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Ja, ich glaube, da klopfen sie bei unserem ehrgeizigen Porfin an der falschen Tür. Nein, sie müssen ihm entsprechend dienen, damit er seine ehrgeizigen Ziele vorantreiben kann. Also sie erklären uns hier den Krieg und wir werden unsere Truppen sammeln. So, sie starten hier direkt in Elfin. Oh, und sogar auch da oben mit 900 Mann. Ja, damit ist auch die Aufgabe abgebrochen, hier die Gemeinde oder die Kontrolle zu erhöhen. Gut, dann müssen wir hier im Rat mal, okay, er ist schon in Aufgebote organisieren. Dann werden wir unseren Sammelpunkt hier einmal verlegen müssen. Legen wir ihn hier hin und hier werden wir dann alle ausheben. Oh, er zieht hier direkt rein. War das zu nah dran? Oh, und es dauert noch 31 Tage. Und die Schlacht ist in 6 Tagen. Oh, das war vielleicht keine so gute Idee. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass sie da sofort drauf reagieren. Prinz Halfdan ist auch der beste Befehlshaber, den wir haben. Ja, die Jomsvikinger können wir natürlich nicht anwerben und es fehlen hier. Jetzt müssen wir auch tatsächlich dafür bezahlen, um die anzuwerben. Hiermit habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Könnte ein Fehler gewesen sein.
Oh, aber trotzdem, es sieht so aus, da das eben vor allem auch sehr starke Armeen waren, eben unser Kriegsfolgregiment, dass wir hier trotzdem erfolgreich sein werden. Aber es meldet sich auch, ja, unser Cousin, unser Ratsprediger, unser Gode. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst von Bothin seid. Es fehlt nur noch ein kleines Bestechungsgeld. U69. Das ist in der jetzigen Situation aber ganz schön teuer. Also Porfin ist da nicht ungeduldig und hat jetzt, ich glaube, gerade auch etwas andere Probleme. Nee, ich denke, er wird das in der jetzigen Situation gerade nicht tun. Muss ich erstmal auf das konzentrieren, was jetzt hier ansteht. Da werden wir uns dann noch mal kurz gedulden müssen. Ja, und damit ist es schon passiert. So schnell kann es gehen, wenn ich das richtig sehe. Ja, er wird den Forderungen schon nachgeben. Wir haben ihn gefangen genommen. Seid gegrüßt, Herzog Porfin von Wiken. Mögen euch die Säfte bei lebendigem Leibe austrocknen. Ich weiß, wann ich besiegt bin. Es scheint, als bleibe mir keine andere Wahl. Ja, so sei es. Und dann können wir unsere Armee tatsächlich schon auflösen. Krieg meines Lehnsherrn. Ja, da werden wir uns mal ganz gehörig raushalten. Wir haben den feindlichen Kombattanten gefangen genommen. Wir werden unseren Marschall direkt wieder mit der Aufgabe betreuen, dass er sich hier um die Kontrolle bemüht. Und er macht hier direkt weiter. Ja, muss dann nochmal wieder etwas weiterarbeiten dort in Bothin. Dann schauen wir nochmal auf die Fraktion. Ja, er ist aber auch nicht unmächtig. Ich meine, dabei ist die Lehnsautorität nicht mal hoch. Sie ist hier auf 2. Ja, aber die niedrige Kontrolle insgesamt ist natürlich auch ein absolutes Problem hier. Und hier der König Karl schon mit minus 9% im Hintertreffen. Und ein Druckmittel läuft bald aus gegen Ranfried. Ist hier noch irgendwo bedeutend für uns? Nein, ich denke nicht. Er ist wahrscheinlich mal bei uns irgendwo im Gefängnis gewesen, auch nicht so unbedingt bedeutend. Aber hier der Graf von Naum della Fülci. Das wäre doch eigentlich interessanter. Ja, aber viel können wir da auch nicht machen, da er irgendwie nicht unser Vasall ist. Er ist im Grunde nur ein Nachbar. Und hier in irgendeine Heirat zu zwingen oder so etwas, funktioniert auch nicht, da wir da kein Herr Erben oder dergleichen haben. Also können wir mit diesen Huckt jetzt in der Situation nichts anfangen. So, jetzt 4% für den König. Und der nächste Ränkespielvorzug ist verfügbar. Gut gemachte Arbeit, feindselige Komplotterfolgschance plus 25%. Ja, ich denke, das passt sehr, sehr gut. Das wird unserem Porfin wichtig sein. Ich denke, in der Richtung wird er weiter auch agieren. Und ja, vielleicht hat er jetzt einfach erst Erfahrung, auch positive Erfahrung gemacht. Wir erinnern uns an die Sache mit dem König, den er erfolgreich
entführen konnte und dem er dann ein Druckmittel abgerungen hat, um seine Vasallenbande dann zu ändern. Also wird er besser und das ist dann entsprechend gut gemachte Arbeit. Ich finde, das passt ganz gut. Und eine Tochter. Ophoron, ihr wart so tapfer, so stark. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin auf euch. Und nun haben wir eine perfekte kleine Tochter. Eines Tages, Kind, wirst du mein Vermächtnis weitertragen. Welcher Name passt zu einer derart mächtigen Person? Ja, gut, ne? Mal abwarten, was da noch so kommt. Ich denke, ein guter norwegischer Name oder nach einem Vorfahren, ich denke, das passt ganz gut, um so ein bisschen die Dynastie in den Vordergrund zu stellen. Ja, Björk, Asta, Iliana. Iliana ist tatsächlich auch ein schöner Name. Ach, da kommen natürlich jetzt wahrscheinlich sehr viele Vorruhen. Ja gut, nach ihrer Mutter. Rekissa. Ja, Rekissa. Finde ich sehr, sehr gut. Habe ich tatsächlich selber eben auch dran gedacht, muss ich sagen. Wer tatsächlich dieses Let's Play von Anfang an verfolgt, wird mit Rekissa etwas anfangen. Ja, sie war eine durchaus bedeutende Persönlichkeit hier und hat ja ein Stück weit das Erbe der Nordmänner, so kann man sagen, mitbegründet. Also, mögest du stark und weise werden, meine Tochter, meine kleine Rekissa. Tja, und jetzt meldet er sich hier, unser Bruder, der verschlagene Typ. Ja, ein Akt der Tyrannei. Ich schaue gerade, ob es irgendwas gäbe, was man machen kann. Ein Bündnis hätte er sowieso nicht gewollt. Titel aberkennen. Ja, wäre auch Tyrannei gewesen. Also wir haben hier offensichtlich erstmal keine andere Wahl. Und das Problem ist, dass er auch noch hier mit Herzog Balder verbündet ist. Der ist zwar eigentlich abgelenkt, aber trotzdem, das dürfte schwierig sein. Dennoch, also unser Porphyrn wird sich da nicht drohen lassen. Wir werden da nicht schon wieder hier einer Fraktion beigeben. Da ist er ein gebranntes Kind. Also ich lasse mir da an der Stelle nicht drohen. Ja, da müssen wir unsere Truppen sammeln. Wir werden hier erstmal in Elfin stehen bleiben. Wir werden hier alle ausheben, alles was geht. Ja, und dann müssen wir tatsächlich in der Situation mal schauen. Den Ratsposten müssen wir natürlich auch neu vergeben, weil er jetzt gerade als Marschall hier ausscheidet. Prinz Halfdan. Er ist aber auch schon Ratsspitzel. Dann können wir hier vielleicht diesen Bürgermeister, dann können wir die Situation nutzen, um den noch ein wenig an uns zu binden. Er wird dann aber mit der Aufgabe betraut, Aufgebote zu organisieren. Ganz wichtig. Und ja, was wir tatsächlich auch machen müssen, wir haben, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten. Und auch Hausmitglieder können wir rufen. Das ist ja gut. Oh, das ist sehr, sehr gut. 780 Mann. Und er ist im Moment in keinem anderen Krieg. Prinz Knut von Norwegen. 2000 Mann und auch er ist in keinem anderen Krieg. Ja, der Brüder von Litauen. Er ist immer mit eigenen Kriegen beschäftigt. Naja, und die Königin von Schweden hat im Moment auch keinen Krieg. Ja, muss sich aber irgendwo noch erholen. Es würde aber tatsächlich auch nichts kosten. Also, hier unser Bruder, das wird nichts bringen. Er soll sich lieber auf seine Kriege konzentrieren. Aber die drei kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, ihn werden wir mit in den Krieg holen. Prinz Knut werden wir mit reinholen und Königin Asta auch. Ja, und damit sieht das Ganze dann doch wieder anders aus, denke ich mal. Er tritt bei und auch Herzog Rolf tritt bei und auch die Königin tritt bei. So,
heben auch direkt aus. Perfekt. Ein Waffenstillstand. Ja, mit der Königin, das endet bald. Ja, und hier ist Herzog Balda mit dabei. Also schauen wir uns das mal an. 6400 gegen 6000. Also immer noch alles andere als ein Selbstläufer. Aber sieht schon deutlich besser aus. So, mehr können wir hier auch erstmal nicht ausheben. Kommt da schon der Feind? Nein, der Freund. Ja, das sind die Druckmittel, die wir uns vorhin angeschaut haben. Wir sollten dann hier wieder die Aufgabe so ändern, um möglichst Geld zu sparen. So, jetzt ist die Frage, unser Bruder, will er jetzt hier belagern? Das wird schon von Herzog Knut besetzt. Ja, das ist aber der andere Krieg. Ja, aber unser Bruder will jetzt nicht irgendwie hier belagern und dann da. Dann hätten wir das natürlich irgendwie sinniger ausheben sollen. Aber hätten wir, glaube ich, auch nicht gekonnt, oder? Eine gewagte Rettung. Ja, es geht hier darum, ein Druckmittel zu fingieren gegen den Erben des Königreiches Norwegen. Oh, der unter echten Saufdurst leidet hier. Ja, er wird das Königreich erben und damit wir gleich gegen ihn auch etwas in der Hand haben. Ja, und wir können im Grunde das machen, was wir schon mal versucht haben. So einfach und doch so überzeugend. Ach, aber 50 Gold. Die haben wir jetzt einfach nicht. Ein starkes Druckmittel wäre das sogar. Eine gewagte Rettung. Nee, wir müssen das abbrechen. Wir haben das Geld dafür einfach im Moment nicht. So, du willst jetzt hier tatsächlich belagern, sehe ich das richtig? Nee, er geht auf die Schiffe. Okay. Ja, da vergeht natürlich viel Zeit. Und viel Zeit bedeutet dann auch wieder, jetzt geht er zurück. Und jetzt belagert er doch. Okay, gut. Dann war das vielleicht ein bisschen blöd. Dann hätten wir anders ausheben sollen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, dass sie es besetzt. Vielleicht hätten wir hier ausheben können. Dann werden wir hierhin reisen müssen. Ja, und werden auch das Geld für die Seereise dann hier. Glücklicherweise sind es nur 4 Gold bezahlen müssen, aber das wird nicht einfach. Gold ist tatsächlich im Moment ein echtes Problem. So, er belagert hier noch 8 Monate. Bis dahin sollten wir da sein, hoffentlich. Um Gottes Willen. Warum wird das denn immer schlimmer? Ja, wir nehmen halt nur 2,61 und 0,4 von unseren Vasallen. Und die Armeen kosten halt so viel Geld. Und wir müssen natürlich auch Lehnsteuern abführen. Aber wir haben auch keine Möglichkeit, weiteres Geld irgendwie zu verdienen oder an Geld zu kommen. So, jetzt flieht er schon. Wir sind mit allen Verbündeten hier. Ja, Verschiffungsmalus hin oder her. Oh, und wir haben auch schon die Schulden. Oh, Leute. Jetzt steht er da. Er hat die Bergverteidigung. Ja gut, das wird jetzt bisher nur gegen unsere Truppen berechnet. Haben wir noch jemanden, der da. Ein Wintersoldat. Haben hier jetzt gerade Winter im Januar, ne? Ändert sich da was? Versuchen wir es mal so. Ja, wir sind verschuldet. Mann, Mann, Mann. Schwierig, schwierig. So, er versuchte jetzt noch zu fliehen, sollte dabei jetzt nicht mehr rauskommen. Wir gehen mit minus 19 in die Schlacht und unsere Verbündeten. Oh, aber schaut mal.
Ja, und wieder das Gleiche. Nein, wir können es jetzt nicht. Wir haben einfach das Geld nicht. Ich denke, diese Aufgabe werden wir erstmal ändern. Es bringt einfach im Moment nichts. Und vielleicht können wir unsere Frau einfach darum bitten, dass sie uns bei der Domänenverwaltung unterstützt. Aber was ist denn mit ihr? Oh, sie ist Flagellantin geworden. Warum denn das? Sie durch irgendetwas und sie hat eine schwer heilbare Wunde. Eine fehlgeschlagene Behandlung, das auch noch. Gottes Willen, was hat ihr denn solche Anspannung verschafft, dass sie sich, dass sie so den Druck abbauen muss? So, diese Schlacht haben wir jetzt erfolgreich geschlagen. Ja, das werden wir nicht zurückerobern. Das ist nämlich nicht unser Krieg, sondern wir werden jetzt hier auf seine Hauptstadt ziehen. Oh, übers Wasser gehen ist offensichtlich der schnellste Weg. Ja, und Hüsing ist jetzt hier oben angekommen und belagert jetzt hier 17 Monate. Ach so, das ist aber ein anderer. Das ist dieser Krieg um das Königreich Norwegen. Okay. Dann soll er das erstmal machen, dann ist es sozusagen durch ihn besetzt. Dürfte dann keinen Einfluss hier auf unseren Kriegsstand haben. Und wir haben einen verwundeten Vasallen, Bürgermeister Giller. Oh Gott. Brigte wurde verwundet und sein Fleisch ist faulig. Ja, wir können nichts für ihn tun. Kann er nicht zu unserer Ärztin gehen? Oh Gott, und die Schulden werden immer schlimmer. Jetzt haben wir auch noch unzureichende Verwaltung wegen der Verschuldung bekommen. Oh. Ist er jetzt hier neu mit seinen Männern angekommen? Und wir haben keinen Armeebefehlshaber. Oh, Leute. Oh, Leute, was machen unsere Verbündeten? Sind sie schnell genug? Nein. Oder? Sind sie gerade noch schnell genug? Nee, die Niederlage. Nein. Uff, sie konnten das noch abwenden. Achso, das ist der Befreiungskrieg. Okay. Was ist denn mit dem Krieg um das Königreich? Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Hier werden wir aber erst einmal den Belagerer hinstellen. Den brauchen wir 5 Monate. Wir haben einen feindlichen Kombattanten gefangen genommen. Und schauen mal auf den Krieg. Das Königreich, ist der tatsächlich schon abgeschlossen? Ja, es sieht so aus. Aber es ist hier zu keinem Wechsel gekommen. Gut, dann werden wir möglichst schnell versuchen. Eine Möglichkeit, die wir vielleicht noch haben. Er war der Bauernanführer, oder? Ihn könnte man nochmal rekrutieren. Ist ein ganz guter Kämpfer. Ansonsten hatte ich die Hoffnung, dass wir jemanden haben, der uns ganz noch Lösegeld einbringen könnte. Es gibt die nächste Fraktion gegen den König. Und unsere Frau ist wieder schwanger. Sag mal, warum ist das? Ist uns da doch eine Niederlage einberechnet worden? Nein. Ja, und jetzt ist es geschehen. Der König ist tatsächlich schon gestorben. Tja, lang ist er nicht. Ist während einer langwierigen Folterung verblutet? Ernsthaft? Von wem denn? Das, haben wir das eben komplett übersehen, dass er im Gefängnis war? Aber geerbt hat doch sein Sohn. Wenn er irgendwo im Gefängnis gewesen wäre, aber mein Gott. Er ist auch mit nur einer Grafschaft hier ein wahrlich schwacher König. Hat sich da doch jemand den König vorgeknöpft?
Es gibt Experimente an Grimm. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, da zuletzt hat er auch vom Ehrgeiz getrieben, diese Experimente immer weiter getrieben. Ich denke, das werden wir auch hier tun. Es gibt brodelnde Wut. Ja, ihr seid Herzog, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Dass mein Champion Offike so grundlos in Wut ausbricht, kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, er hat derzeit wirklich alle Hände voll zu tun, aber ein solches Verhalten, naja, das scheint uns Anspannung zu verlieren, dass auch er offensichtlich Probleme hat. Okay. So, die Belagerung ist gewonnen. Wir haben allerdings niemanden hier gefangen genommen, der Kriegsstand bringt. Sigrid Pick. Sie hat auch kein Geld. Sie wird uns auch kein... ja, leider auch kein Lösegeld einbringen. Ja, gibt es keinen Grund, sie im Gefängnis zu behalten. Dann werden wir sie für ein Druckmittel bei uns am Hof aufnehmen. Tja, und dann ist die Frage, was tun? Wobei, was tun ist klar, wir werden dann hier weiter belagern. Ja, und das möglichst schnell. Ich meine, wir haben 95%. Ich glaube, da wird nicht viel passieren. Sie belagern jetzt hier, brauchen 6 Monate. Da sind wir hoffentlich schneller, so dass wir dann diesen Krieg hier beenden können, denn das mit den Schulden ist ein wirkliches Problem. Gut, das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.